disrespect what I've been fighting for. Here's my message for you. I'm putting it in a photo. Burn down everything. All hell's about to break. I'm still in flesh from the day. Overland rocks. 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 So aus Leiteln, 11. Folge Overland Rocks, heute mit Silius. Yay! Das ist mal ein Schrei. Ja. So, es wird sich wundern, warum ich heute keine Blau habe. Es ist endlich daheim, wo es hingehört. Jawohl! Gut, heute haben wir Premiere. Der Tom von Stormbringer hockt neben mir. Servus, grüß euch, habe die Ehre. Stormbringer, jeden Begriff, denke ich. Ja, eigentlich sowieso, ist klar, aber halt auch die Leute. Wer seid ihr, was macht ihr, warum hocken wir heute da? Du, weil du ins Zunge hast zum Interview machen. Ja. Ihr seid ja so eine Line-Dance-Gruppe, oder? Ja, genau. Wir spielen nächste Woche, oder wir tanzen nächste Woche, muss ich sagen, mit dem David Vincenz von Marvin Angel, nicht mit seiner Counterpartie. Nicht schlecht. Oh, mit offenen Haaren, oder? Ja. Und in Headbanger. Nein, jetzt. Und Insta? Was macht ihr Insta? Metal geradeaus. Metal geradeaus, gut. Und ja, Metal geradeaus. Welche Art von Musik macht das, war die nächste Frage. Das hat er uns schon vorgenommen, gell? Geradeaus. Ist aber neu, haben wir so auch noch nicht gehabt, Metal geradeaus. Gibt es das überhaupt das schon? Metal geradeaus mit Groove und viel Thrash, oder? Ja, genau. Okay. Ja, Thrash oder Thrash? Fresh. Hauptsache fresh, oder? Ja, fresh. Seit wann macht ihr Musik? 2013 war die erste Probe. Ja. In der Konstellation. Mhm. Okay. Musik machen wir jeder einzelne für uns schon länger, aber in der Konstellation seit 2013 im Herbst haben wir ein bisschen angefangen. Okay. Und ja, jetzt sind wir da. Mhm. Und schon weit kommen. Kommen wir noch dazu? Im Prinzip muss man ja dazu sagen, das Ziel war ja eigentlich für uns nur, einmal altes Kino spielen und live in Lauf. Das waren unsere Ziele. Ja. Mit dem haben wir uns zusammengesessen und eigentlich das Ganze so. Und wenn wir 5 Konzerte im Jahr zusammenbringen, sind wir schon zufrieden, dass du in die Art hast. Ja, ehrlich. Okay. Denken wir, es sind ein paar mehr geworden mittlerweile. Oder? Ja, 25. 25? Ja, das ist schon nicht schlecht. Plus, ja. Plus minus 20. Ja. Okay. Warum der Name Silius?
Das ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Wir haben wochenlanges Suchen, was nehmen wir. Und zu lang ist nichts, zu kurz ist nichts. Ja, jeder ist mit Ideen daher gekommen und schlussendlich ist das noch. Also Silius gerade aus Metal war nie ein Thema, oder? Nein, das war wirklich einmal ein Thema, das war Fa. Was wie? Fa. Fa. Das, wie heißt es? Einfach Fa. Ja, einfach so. Wer seid's denn jetzt? Fa! Das war so in die Art. Okay. Ein bisschen Insider. Aber. Jetzt nicht mehr. Passt. Nein, ja. Sei wohl ein paar Namen da gewesen, aber wie gesagt, also Silius ist schlussendlich noch geworden, weil es für uns nicht wirklich eine Bedeutung hat. Oder Grund warum oder okay. Es gibt ja lässig Sterfli in Italien, heißt Silius. Okay. Eine Insel ist das, habe ich gelesen. Habe ich mal nach. Oder eine Insel, keine Ahnung. Es gibt ja ein wahnsinnig lässiges Nintendo-Spiel. Journey to Silius. Deswegen kommt der Chance, wenn es im YouTube eingeht. Ja, genau. Silius Italicus, der Philosoph, was ich was sage. Genau. Aber Bedeutung, was ich was hat es mehr. Für den alles klar, ja. Mittlerweile sind wir drauf gekommen, dass wesentlich viele Leute im Nachnamen Silius heißt. Ja, ja, haben schon ein paar angeschrieben. Wo in Russland oder? Nein, ja, ich glaube Schweden oder irgendwo. Ja, genau. Und Bella Italia. Wollen Sie dann Themen, oder? Ein Kappli, wenn das ist schon lange. Ja, ja. Gut, Ihre nächste Frage war gewesen, wie ist zur Bandgründung gekommen? Wann haben wir ja schon gehört? Wie ist dazu gekommen? Kennt Sie es alle schon länger? Oder? Ja, seit hat es eigentlich eine längere Geschichte. Ich weiß es eh, aber die Leute wissen es. Ja, ja. Die Leute wissen es. Nein, also wenn man jetzt wirklich von Grund auf anfangen, von ganzem Anfang, angefangen hat es so, der Howie und ich waren in der. Ich weiß das, weil du schon mit dem Howie erzählt hast. Nie gewusst, wer das ja, ist. Ja, ja. Ich. Ja. Damals ich war der bei Instinct hat noch. Nein, davor. Ja, ich weiß, war davor. Da hast du aber ihm erzählt. Ja, genau. Nein, jetzt ist es so eigentlich, dass der Howie und ich dort mal. Wir waren das 99 auf 2000, so die Richtung, aber mehr so die Band Daft Race gehabt. Es war am Anfang da so Coverband, so aber Iron Maiden, Megadeth, Metallica, so die Klassiker halt. Und Jim Hendrix so, und das Zeug haben wir halt covert, oder? Dann haben wir angefangen neue Lieder machen. Und nachher, weil halt zu viel, keine Ahnung, Alkohol, Weiber und Drogen jetzt zu essen waren, ist halt 2005 wieder ist das noch unterbrochen. Das muss jetzt finden. Siehst du die Lügen, oder? Nein, ich habe das so gewusst, da sind wir auseinandergesprungen. Und da bin ich zum Beispiel 2005 bin ich nachher zu Instinct Take gekommen. Da war ein Mattel, Gitarrist und Sänger. Und da haben wir so, ja, so, was waren das? Hardcore, Metal, was ich was Partie halt gemacht habe. Voraus Metal. Die haben wir unten noch eine in der Beschreibung. Nein, dann haben wir eigentlich mit dem angefangen, aber in den Jahren, wo wir eigentlich mit Aftes, gesplittert sei, hat der Howie und ich alle gesagt, irgendwann mal machen wir nochmal eine Band, irgendwann spielen wir nochmal zusammen. Oder? Und bei Instinct Hate ist halt das jahrelang gegangen und dann bin ich zwischendurch zu einer Death Metal Band noch nebenbei zugegangen, zu Fornicator von London. Ah, ja, genau, stimmt. Ich sogar die schon daheim. Ja, genau, das war nachher dort meine dritte Band gewesen. Und nachher 2013 ist einmal das Telefon gegangen, hey, bist du jetzt auch eine Band? Oder? Ja, ich so, ja, mal schauen, keine Ahnung, ich bin noch gewöhnt, bis Blastbeats und Vollgas. Oder noch hin und her heute, oder Blastbeats hat zusammen, ich habe es halt probiert. Ja. Gewirkt habe ich wieder Schweiß, muss ich sagen. Und jetzt slow down. Nein, und jetzt eigentlich mit Silius muss ich sagen, nachher, wo 2013 es angefangen hat, da bin halt, muss ich von meinem Geschmack her sagen, back to the roots, wie man so schön sagt. Und ja, eigentlich, von dem her eigentlich geile Kombi, also von 5 Bandmitgliedern, wo wir sind, und eigentlich schon mit 2 und davor schon überall mitgespielt, eigentlich, habe ich schon gewusst, um was es geht. Tipptopp, würde ich sagen. Dass ich gleich redet. Ja, also. Du bist der älteste, den ich gehört habe. Ja, genau, stimmt. Ja, genau. Kamer ist eigentlich. Ich bin zu Silius eigentlich gekommen, weil wir mit meiner alten Band einen Gitarrist gesucht haben. Wer war das? Bad News. Sagt da sicher nichts. So Rock, Cover. Ich habe News 2.1 nicht zu Deka, aber das war so. Ja, sind wir gut drauf. Okay. Und der Howie hat sich noch umgebracht. Er sagt, ja, Kind, mal schaut sich das an im Proberaum, spielt ein bisschen mit uns. Im Endeffekt wollte er allein mich anschauen, gell? Ja, man ist halt so weit gekommen. Er war Fahrspieler und danach hat er mich noch gefragt, ob ich da bei seiner Partie mitmachen will. Ich sollte mir nicht zu viel erwarten. Vielleicht einmal einen Auftritt im Jahr, aber hauptsächlich wird das Ganze im Proberaum stattfinden, hat er gesagt. Ziel wäre einmal ein Album.
Ja. Ziel erreicht hat. So. Ziel erreicht, jetzt lassen wir es. Das letzte Silius-Interview. Okay, hat es früher schon Bands gegeben, steht da, haben wir jetzt auch schon wieder beantwortet, das seid ihr mal im Voraus. Ist ja Wahnsinn. Hey. Ja, das ist hat Tinschle ein paar Bands gehabt, die noch nicht weiß. Echte Profis, die wissen, wie es läuft. Wenn wir Fragen beantwortet. Weg so tauschen. Bei mir war es eigentlich so, ich habe zuerst in der Coverband da, war davor eigentlich aktiver Schlagzeuger. Mhm. In der Coverband Schlagzeug gespielt und danach war ich mal kurz bei den Tales Untold, bin ich eingekupft als Schlagzeuger und dann hab ich eigentlich eh schon wieder Howie angerufen. Ob ich noch Gitarre spiele, weil ich sie noch in die Hand nehme. Dann haben wir halt drei Songs ausgemacht, die haben wir dann miteinander gespielt und seitdem bin ich wieder umgeswitcht auf Gitarre. Gut. Dann kennst du die Feuerteufel auch ein bisschen, oder? Ja, ja. In dem Fall. Kennen wir. Das war die Tales Untold. So ist es, ja. Gut, die Texte schreibt wer, Bank? Ich und er. Wer? Ich, Matthias und der Mortel. Ah, ja. Er ist der Bass und singt da mit. Mhm. Wir teilen uns das ein bisschen auch. Mhm. Und was schreibt er so? Und was geht's? Irgendwelche Hirnwichse ist es eigentlich. Ich muss sagen, es ist irgendwie so Zeug, wo mich selber ankotzt oder so. Da passt einfach die Musik gut dazu. Sozialkritisch. Genau, Gesellschaftskritik ist es eigentlich. Ja, gleich, sozialkritisch. Genau. Obwohl man auch sagen muss, nebenbei, wir haben auch gesagt, wir möchten nicht politisch werden, gar nichts. Also, das ist uns ganz wichtig. Das ist gut, weil wir sind auch nicht politisch. Ja, eben. Overland Rocks ist nicht politisch. Nein, aber eben, es ist, weil sobald du irgendwie da ein bisschen zu links oder zu rechts oder sind, du bist Nazi, schau dir mal die Trottel und die sind so halbe Nazi-Paint, schau dir die und das alles so kriegen. Das ist schon brutal wichtig, dass wir auch generell privat auf Facebook und so, wenn es in Politik geht, niemand etwas postet, ich bin dafür, ich bin da ein Gegner oder sonst was. Oder? Wir wollen einfach Musik machen und gleichzeitig wächst der Musik mega. Und nicht, dass sie sagen, schau, die sind keine Nazis, die mögen wir jetzt, weil wir die blauen wählen, hast du gehört, so in der Art. Oder? Mhm. Oder die mögen wir jetzt nicht, weil wir die grünen mögen. Ja. Keine Ahnung. Es geht nachher, ja. Eben. Und deswegen sagt jetzt auch, das Thema lassen wir es gleich wieder weg. Uns geht es um die Musik und um die Freundschaft und um die Community selber. Und das ist uns am allerwichtigsten. Und ist los. Gehört dazu. Ja. Das ist bei jeder Band, das ist normal. Ein Song heißt ja Message in a Molotov, oder? Ja. Das ist absolut apolitisch zu verstehen, oder? Ich meine, Molotov ist immer ein bisschen politisch konnotiert, oder? Okay. Da gibt es sogar eine lustige Geschichte zum Song Message in a Molotov. Da haben wir im Nexus gespielt. Und in der ersten Reihe waren halt da so zwei Typen, du hast vor allem gemerkt, der ist jetzt nicht von da, oder? Und ist halt voll abgegangen zu jedem Lied und sein Kollege geht dann auf die Bühne und sagt zum Matle, der ist aus Saudi-Arabien und der darf jetzt leider nochmal da bleiben, der muss morgen wieder abreißen, also er muss morgen wieder abreißen und muss wieder zurück, er will eigentlich gar nicht und der feiert heute noch. Und der Matle, ja super, und dann widmen wir gleich das nächste Lied und ja, geschaut, was ist denn das nächste? Ja, und das nächste Lied ist schön zum Freund aus Saudi-Arabien, Message in der Matle! Ja, und das Geilste war nachher, dann hängt er hier als Schlagzeug und muss hinzählen, so, schnell hinzählen. Und ich war so richtig so. Nein, sonst enger Management und so, Warplanet und so, was bewegt dich da? Oder was ist das, der Motor, dass du solche Texte schreibst? Oder ist der Motto, ich weiß es nicht. Ja, das ist eigentlich so Systemkritik irgendwie. Was ich das sein soll. Das. Wenn du die Zeitung ausschlagst oder so, was da abgeht oder so, wenn du das liest oder so, oder weiß nicht. Die ist dem ganz schnell kritisch gegenüber irgendwie. Und wie es zur Zeit zugeht, überall was man liest und so. Ja, ich finde, das ist die richtige Musik dazu. Und War Planet irgendwie, das ja, sagt es eigentlich eh, wo wir leben. Und was mich dazu antreibt, keine Ahnung. Weiß nicht. Deine Einstellung, oder? Ja, meine Einstellung. Ja. Augen und Ohren offen, oder? Bitte? Augen und Ohren offen, oder? Ja, in gewisser Weise. Gut. Passt. Okay, was waren eigentlich die größten Erfolge bis jetzt? Also wir haben gehört Live and Loud und Kino. Hat schon mal hingehauen, gell? Unser größter Abstecher war eigentlich das Metal Champ und der Metal Battle. Mhm. Da haben wir uns eigentlich viele Auftritte davon geholt, erspielt oder wie auch immer, also durch die ganzen Contests und das ganze Zeug. Hat gewonnen, oder? Ja, beide. Ja, ja. Wir wollten eigentlich nur Auftritte und man schaut, wie es als Newcomer ist. Du musst überall
schauen, dass er halbwegs irgendwo zu ihm kommt, dass er da mal einen Auftritt hast, da mal einen Auftritt. Und am Anfang ist es halt relativ schwierig, dass er als Newcomer in der Sparte da ein bisschen Platz findest überall. Oder wenn du jetzt nicht gerade bekannt bist, dass du schon ein Album raus hast oder schon ja. Demo-CD und so weiter. Und dann haben wir uns halt da ein bisschen engagiert da mit dem ganzen Band-Contest-Zeug. Mit dem Wissen, dass wir vielleicht zweimal spielen im Band-Contest. Ja, genau. Ja, und das einmal so reingerutscht und wir sind nachher alle weiterkommen und nachher, ja, dann haben wir Bands gewonnen, Metal Champ und Metal Battle für Wacken. Ja. Und das war eigentlich unser Zugpferd. Wir haben durchs Metal Champ haben wir viele Auftritte gehabt auf Festivals und so weiter, wo wir uns aber können präsentieren, ein bisschen Werbung machen und so weiter. Das war eigentlich schon. Das Größte war eigentlich Wacken und Metal Days in Slowenien. Metal Days war. Die zwei waren eigentlich. Das ist Nova Rock war natürlich auch. Für einen selber ist das doch auch brutal, oder? Sagst du, spielst jetzt Wacken, oder? Im ersten Moment. Ja, gerade in dem Status, wo wir waren, oder in der Zeit, wir sind nicht wirklich lang beieinander gewesen und haben das. Ja, zwei Jahre gerade. Ja, wahrscheinlich. Da ist nicht viel Bandgeschichte da gewesen noch zu der Zeit. Also da. Wie hat es bei den Songs ausgeschaut? Habt ihr genug gehabt und so, oder? Ja, gerade das muss der Blase haben. Ich denke mal so, weil das ist wahrscheinlich zwei Jahre. Machst du jetzt nicht 50 Songs oder 30 Songs, sag jetzt mal, wo noch die besten rauszupfst für Wacken, oder? Sicher nicht, oder? Du hast eigentlich überall eine Spielzeit von einer halben Stunde eigentlich durchschnittlich. Okay. Wacken haben wir überhaupt 20 Minuten gespielt und das war am Vormittag eigentlich nur mehr die erste Band. Halbe zwölf. Du hast gemeint, es ist Vormittag gewesen, aber es war schon Mittag. Ja, das Problem war, wir sind in meinem Auto geguckt, aber gesagt hat, wir dürfen ja nicht zu viel sein, wir müssen morgen fit sein. Und derweil in meinem Auto geguckt, bis da zwei zu mir, oder? Ein Letter zu mir. Dann schon dann gehört, Fenster an, das Däschen aus und uns, und wieder weiter die ganze Nacht. Nebenzu gibt es da noch ganz eine nette Geschichte, wo ich und der Ralf in seinem Auto bin. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht, am Beifahrer sitzt, reinkommt. Schau ich links und rechts. Seine Leute um ins Auto gesprungen. Was wir nicht bedacht haben, ist natürlich. Also unsere die netten, Leute, oder? Ja, unsere netten deutschen Nachbarn haben ja Dosenpfand. Mhm. Und wir die Dosen immer beim Fenster raus. Und die haben die größte Gaudi gehabt mit diesen Dosen zusammen. Aber es war auch österreichische Biere. Also wir haben mehr als Bäckchen zu und ja. In Wacken werden sie auf den Sprecher der Dosen zurückgeben, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, du weißt mir aber schon, Dosenpfand, Zelt, ja, jetzt haben wir schon da, wir haben schon Fahrer. Kein nicht. So schnelle Plumsklöpfe und Dings halt so. Weil der Marco gesagt hat, dass ihr eigentlich das Programm immer vollbringt, oder? Was bei euch mir immer auffallen ist, ist, probiert immer eigene Songs zu spielen. Weniger auf Covers zu setzen, so wie viele andere. Ich meine, Bombe ist Ausnahme, was da nach Motel singt, oder? Mhm. Aber sonst Covers waren nie bei euch ein Thema, zum Programm ein bisschen auffetten oder sonst irgendwas. Wir haben am Anfang, durch das, dass man halt wahrscheinlich am Anfang hast du nicht so die Lieder, das Repertoire und dann haben wir halt auch natürlich Cowboys from Hell, wir haben schon diverse Cover am Starke, D&D, Faces, die haben wir mal im Live und Laut gespielt. Das kann ich, aber. Ja, also, dass wir uns ein bisschen über Wasser halten und gleich bei Laune halten, oder? Weil, wie gesagt, am Anfang ist es schwieriger, wenn es weder eine CD noch sonst irgendwas gibt, oder? Dass die Leute. Da kann ich einen Live-Mitschnitt vom Live und Laut. Mit dem Platte, oder? Mit ja, dem genau. Ja, genau. Also, hey, ist das Platte? Nein, wobei. Nein, aber das eine oder andere Cover ist gefallen, aber. Wie gesagt, Bomber haben wir eigentlich nicht da am Lemmy als Tribut, oder dass wir da unseren Tribut zahlen ein bisschen. Ja, das Cowboy so für Dimebag zum Beispiel. Oder? Ja. Und ja. Nein, das ist halt, wie der Hau schon gesagt hat, das ist halt generell schwierig, oder? Am Anfang da die Lieder finden und dass du mal aufkommst und das halt, dass generell was zum Spiel hast, oder? Es ist nicht so, dass wir hergehen, jeder mal auf 40 hat und sagt, boah, und gerade ein neues Lied geschrieben, oder? So. Hast du mir aber echt mal über Lieder geschrieben, zum Beispiel, was man seit Jahren spielt und im Studio, ob man so daran ein bisschen umgeändert, oder kurz vor dem Studio, man, jetzt könnte ich so spielen, als ich persönlich am Schlagzeug, wenn wir Lieder schreiben, spiele ich das Gräbste durch, oder so könnte ich es ungefähr machen und pro Woche oder pro Monat spiele ich es echt irgendwie anders. Auf einmal kommt unter dem Proben kommt auf einmal eine Blitzidee, jetzt schlage ich echt da drauf, boah, das klingt besser als wieder vor, darum spiele ich es so, oder? Also, wie ist das noch, wenn man eine CD, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du eine eigene CD dann hast, mit den Lehrern, die du auch nimmst,
dann hochst du ja auch teilweise öfter. Ja, das ist Herrschchen, ja, Leben und Proben, oder? Ja, genau, ja. Dann spielt man es eher noch so, wie es da auch ist, oder? Ich meine, live ist immer anders, braucht man nicht reden, gell? Ja, aber wir haben halt zum Beispiel beim Immortalized, das ist im Studio ein bisschen was gefallen, von der Live-Situation her zum Studio. Mhm. Und wir spielen es aber heute alle noch gleich, als wir was alle live gespielt haben, aber im Studio haben wir zwei Teile hat man eigentlich weggeklappt, oder? Haben sie die ausgeschnitten? Nein. Weil du so ruhig bist jetzt. Nein, der frag was. Da ist alles im Studio. Da ist ein bisschen beleidigt, der Mottl. Das mit Studio machen wir nachher. Achso, wir haben gelernt, Mann. Weißt schon. Nochmal kurz zu Wacken, gell? Ich habe schon gesagt, das ist arschgeil. Also, wenn man da mal spielen kann, das war ein Traum für mich auch. Kriegt man da auch Backstage-Karten? Eigentlich, oder? Wahrscheinlich? Ja, Access all areas, oder? Also, du kannst überall rein, oder? Ja, da, ja nicht nein. Gar überall, aber schon mehr oder weniger. Habt ihr da ein paar Bekannte auch drauf? Alkbottel. Ja, aber das ist ein super Österreicher, oder? Ja. In Wacken oben. Ah, leck. Auf der einen Seite, Entschuldigung. Auf der einen Seite muss man sagen. Auf der einen Seite muss man wirklich sagen, großes Lob und ein Red Bull Brandwagen, also ja. Wo wir am Novarock waren, da ist uns echt absolut gar nichts abgegangen. Da war wirklich Access All Area. Also echt, bis außer dass wir auf die Hauptbühne hinten nicht rauchen dürfen haben, war jeglicher Zugang erlaubt. Und wo habt ihr da getroffen? Man, wir sind eigentlich, was für mich echt ein riesen Highlight war, da kommt jetzt wieder der kleine Drummer in mir durch. Von Slipknot die Schlagzeugen mal wirklich so nach und ich suche nicht mehr. Nein, das ist nicht mehr. Wie der Epping, ja, Gott, so kommst du halt da. Sonst war ich da am Arsch. Aber da ist so, das war für mich wieder wirklich was total lässig, so einfach das Ganze mal so greifbar nahe haben. Was spielt das, Entschuldige, weil du es gerade gesagt hast? Was ich dir hast. Markus Weinberg, kannst du das sagen? Einer mit einer Maske. Ja. Nein, echt, oder? Ich glaube, das ist heute das Schlagzeug vom Hinterseher. Glaube ich, Hat er Wellpatschen an, oder? So Wollpatschen oder so? So blonde Haare, keine Ahnung. Ja, okay. Nein, aber da muss man wirklich sagen, das war der Tag, wo wir unten waren, da war volle Verpflegung, da hat es dann nichts gefehlt. Also, cool, ja. Der Haui hat da so eine geile Geschichte dazu. Der hat mal ein warmes Saft rausgezogen, der zählt es selber. Das war das Beste. Das war's noch nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir da im Backstage. Sind wir in der Backstage-Area gesessen, dann hat er warm Saft rausgezogen, dann ist einer gekommen zu ihm. Ob er nicht den Kaltsaftel macht, oder? Dann hat er gesagt, ja, Kaltsaftel war gut. Dann hat der eine das aus der Hand genommen, eigentlich ist verschwunden und ist mit einem halb tief gefrorenen wieder zurückgekommen und das in die Hand gestellt. Ja, Mokka-Saft. Holunder, das kam so vor kurzem. Nein, das war vor allem Ginke. Ja, und die anderen Sachen, die ist aber bleiben ein bisschen privat, also, wenn die Kamera aus ist. So schnell haben wir es da, Leon. Ja, alles klar, ja. Aber wackend muss ich sagen, die Artist Village und was die alles haben für die ganzen Bands und war schon gut. Es war echt, also muss man sagen, bis aufs Wetter. Ja, nicht gesehen, ja. War es echt top. Hat sich auch ein Video im YouTube drin. Das war übrigens genau vor 2 Jahren, das ist schön. Ja, das ist jetzt gewesen, das Wochenende. Ja, cool. Man wird da hin und da wieder mal ganz leicht von der Seite angeredet, wo wir Backstage gesessen sind mit Alkbottel wegen die, weiß nicht, Anhäufungen von Dosenbier. Kommt schon hin und da mal die Frage, was wir da eigentlich dir haben. Ja, deswegen ist ein Alkbottel Zins gekommen. Ja, was gut, also eine geile Geschichte gewesen, oder? Kann man sagen. Auf jeden Fall. Cool. Schon noch was fragen zu weit? Alles gesagt. Alles klar. Was waren so die geilsten Zuschauerzahlen, was kaputt? War das Wacken oder? Oh, Volk! Vor 10 Leuten und 6 davon waren. Ja, 5 davon sind mehr und andere sind das mitgefahren. Hofrock. Ist das von Hof organisiert, oder? Nein, das ist von Südtirol ist das. Und das geilste war, da sind wir auf die Bühne eingegangen. Und dann hat es geheißen, der Abmischer, warum hat mir auch extra Intro fängt, ein Intro mehr, so, was ist ein Intro? Auf einmal hast du gehört, so, irgendetwas, auf einmal, hier, extra für euch, der Metal Jam 2015, Sirius! Und dann hast du gehört, du hast eh so die Haare schrecken, da kommt hinterhin, hast du drin gehört, du hast eh, zahle, gell, und dann hast du gehört, und dann hat unsere Leute, die 5, 6, 7, 8, 9, 10, aber,
Du hast zurückgeschaut. Keine Sau da, weißt du, nichts, die anderen haben ihre Arbeit gemacht. Und das war es noch mal eigentlich. Das war unser bestes Konzert. War. 5-6 Leute haben wir gespielt, was aktiv ins Zugehört haben. Und vielleicht 20 Leute Personal, die dabei Speck geschnitten haben. Und Bier geholt haben. Aber das Fest an sich ist der Hammer gewesen. Das Fest war geil. Die Party danach war. Ja, gibt's ganz nette Fotos. So. Naja, schneid mal noch eine. Verschleiß nicht. Ja, ich habe die Fotos da, Max. Verschleiß nicht. Schickst mal noch eins. Ja, ich darf von mir dafür nicht reden. Das passt schon. Hat da einen, nein, kannst du auch suchen? So. Ja, nein, nach ein paar Flaschen Wodka und Bier ist eigentlich gut gegangen. Nein. Auf der einen Seite muss man sagen, das ist noch wieder genau das, wieso wir es eigentlich machen. Wir gehen, egal ob das 5 Leute sind oder 500, wir gehen mit dem gleichen Elan auf die Bühne. Wir haben unsere Gaude, wir ziehen unsere Show an. Ich glaube, gelangweilt hat sich von uns noch nie wer ohne. Es ist egal, vor wie viele Leute du spielst, es ist immer gleich geil. Ich finde auch, das klingt jetzt blöd, aber das gehört sich auch, finde ich. Weil auch die 5 Leute, weil ich einen Segen blöd sage. Ja, ja, eben. Gerade wenn jetzt Leute mitfahren von uns, oder? So weit da oder was weiß ich, oder? Wenn es denen nicht taugt. Finde ich auch, oder? Es ist halt Das sollte ich denn sagen. Sagen wir, ein Konzert sind 100 Leute, oder? Mhm. Von den 100 Leuten gefallen mir drei. Aber genau die drei Leute kennen wieder nochmal drei Leute. Was das eventuell gefällt, dann geht das so los, oder? Mhm. Wenn wir haben ja so viele Leute angeredet, alte Arbeitskollegen, die es geheißen haben, jetzt in Wacken Oberloch gespielt haben, also gemeint haben, jetzt muss ich nie wieder arbeiten gehen. Und ich sage jetzt, sind Kamera direkt, meine Herren und Damen und möchte gerne und während der Musiker, ich bin jetzt seit 18 Jahren im Geschäft, 18 Jahre probiere jetzt zurückzukommen. Es ist schon geschafft. In den 18 Jahren, wenn ich nicht einmal 2000 Euro verdient. Man nur, was man gesagt hat. Es ist ja die eine Seite, es ist passiert auch mehr auf der Arbeit. Gell? Du spielst da und dort und dann hast, du bist beim Label. Und das sieht jeder gleich mit Kohle. Aber das hat mit Kohle nichts zu tun. Es ist einfach eine gute Stütze. Das muss man sagen. Du brauchst ein Label heutzutage. Du brauchst einfach was du vorweisen kannst. Und dass da wirklich Geld reinfließt, das ist ein ganz anderes Thema. Also, wenn man es wirklich nüchtern betrachtet, dann pumpt von uns jeder relativ wirklich viel Kohle in das rein. Und das ist uns aber auch wert, das ist für uns einfach unser Hobby. Und es ist da keiner dabei, der jetzt sagt, nein, ich will da nichts investieren oder sonst was, weil ich glaube, wir ziehen alle am gleichen. Penis. Ich wollte nichts sagen. Und anders funktioniert das auch nicht. Also du musst wirklich 5 Leute zusammenbringen und ich sage auch immer, wir sind jeder für sich ist bei uns ein Chaot und anders funktioniert das nicht. Geil. Das beste Beispiel ist das letzte Konzert, das wir gehabt haben, war beim Hammerfest in Südtirol. Dort ist mir ein Back gegangen. Das ist doppelt so teuer als das, was wir die Gäste gekriegt haben. Also von dem her haben wir nicht wieder drauf gezahlt. Wir haben schon irgendwo anders gezahlt, haben wir 180 Euro noch mal drauf, damit wir halt spielen können. Aber es ist ja immer die Anreise, noch die Bier, was du brauchst. Nachher ja, Zimmer brauchst. Oder du musst ja wohl rechnen, die ganzen Instrumente. Oder? Wir haben Instrumente da rumflacken. Das sind nicht so die Instrumente, die du vom Amazon einholst, um 50 Euro. Ja. Mein Schlagzeug drin zum Beispiel ist jetzt das. Nur mit Bass-Pedale kostet 850 Euro. Oder? Und auch mein Backersatz wäre auch um die 2.500 Euro. Und mit dem ganzen Set da jetzt drum bin ich ungefähr auf 8.000 Euro. Wie blasest du das? Hast du in Wacken so viel verdient, oder? Ja, mit Blasen, was hätte ich denn gesagt? Ach so ist das. Ist klar, ja. Aber man muss auch sagen, mit denen, also für mich der schönste Alltag ist einfach, wenn du von der Bühne reingehst und kannst mit den Leuten einfach unten mitgehen. Oder auf der Bühne, ja. Ja, kannst runtergehen und mit denen saufen gehen und hast eine gute Zeit, das ist das Wichtigste, oder? Und was total geil ist, was mittlerweile einfach siehst, es stehen echt oft die gleichen Leute erste Reihe und singen jeden Song mit. Na, ja. Denkst du echt einfach, du machst irgendwas. Ja, er ist noch keiner geflogen. So. BH haben wir, kann man sehen? Ha, ich schon. So ein Doppel-E habe ich mir gekriegt. Ich will dreschen, wie lauf ich euch. Super. Aber es gibt so einen schönen Spruch, das Brot des Musikers ist der Applaus. Genau. Und das ist ja so, oder? Und wie gesagt, ob jetzt 5 Leute, 3 Leute oder 3000 Leute dasteht, wir wollen auf die Bühne gehen und spielen. Und das ist ihnen so wichtig. Weil das ist halt, keine Ahnung, das ganze Jahr im Proberaum von Sauer, das merken wir auch, alle zusammen, dann magst du von so einer Nummer. Du willst aussehen. Oder wie so die Viecher, die im Winter im Stall sind, dann kommen sie auf die Almaue und geben Gas. So, ja, aber passt schon. Nein, der Player vergleicht. Jetzt wisst ihr, wie es ist. Die eine Seite ist ja, wenn wir proben, da sind echt oft auch Leute da, die uns beim Proben zuschauen und finde ich auch gut, das gehört so. Danach sitzt man sich zusammen, hat man es gemütlich. Und wir tun es ja wirklich einfach
da frei zu werden. Es ist wirklich so. Aber wenn du vorhin wegen Speck und Overalls gerade geredet hast. Ja, war, fällt da immer sein. Ja, weil. Ja, weil. Ja, weil. Das passt schon gut. Ja, weil. Das ist interessant. Ja, weil. Schau, die nächste Frage war gewesen: gibt es ein schräges Geschichtel? Bitte. Nein, nein. Ja, schräg. Schräg nicht. Wir wollten eine ganz lustige Graz vom Frühstücksbuffet. Aber ich erzähle jetzt nicht. Naja, super, Haas machen wir noch nicht. Das Reichwurst hat es. Das kann Haas machen, nicht weiter. Ja. Wahnsinn. Übrigens, die Kohle fürs Zimmer schuldest du mal noch, gell? Wie viel war das noch? Ich weiß es nicht mehr, vergiss es einfach. Aber das Frühstück kannst du selber zahlen. Hey Leute, machen wir weiter. passt. Wie hat sich die Szene verändert in Tirol? Die letzten 10, 15 Jahre, sage ich jetzt einmal so. Also. Vor hast du beim einen Interview auch schon beantwortet? Okay. Also vor 10, 15 Jahren oder so war, ja, gerade im alten Kino in Landeck zum Beispiel, fast jedes Wochenende ein Metal-Konzert, hat es ganz viele Bands gegeben, war immer rappelvoll. Heutzutage, wir sind eigentlich wirklich eine von wenigen Bands. Es gibt nicht mehr viele Metal-Bands, zur Zeit halt. Und man muss die... Wo jetzt Bands im Oberland da meinst, oder? Im Oberland meine ich jetzt, ja. Ja, okay. Also die wohl generell gesehen? Ja, wohl, gibt schon einige, oder? Es gibt die Insanity Alert, die voll durchstarten, es gibt die Liquid Steel, es gibt einen Haufen eigentlich, aber so jetzt, ich meine jetzt im Oberland, oder? Im Overland. Im Overland. Overland. Und heutzutage kommt es einfach oft so, also, wie soll ich mal sagen, ab und zu kommt es davor, als du musst die Leute echt betteln, dass sie zu einem Konzert kommen. Ihnen sind 5 Euro Eintritt schon zu viel oder so. Es ist total viel in die Elektronikszene abgewandert oder so. Aber jetzt so schön langsam kommt es wieder retour, glaube ich. Ja, da also. Einen guten Witz, weil ich habe immer noch geschrieben. Wie ist Techno am besten? Was? Wie ist Techno am besten? Techno, Rave. Unplugged. Sorry. Woo, Schenkelklopfen. Ja, aber der war jetzt nicht so schlecht, oder? Gut. Also, es kommt wieder. Es kommt wieder. Ja, H&M und so präsentiert es ja. Was, mit Slayer-T-Shirts und das, was man kaufen super. Kann, nicht. Also. Das ist ja der geilste Schwachsinn überhaupt, oder nicht? Ja, das ist also das ist ja ein kompletter Blödsinn. Auf so. Der einen Seite merkt man schon, dass durch das, dass es einfach wieder mehr Bands gibt, kommt mir vor, ist einfach die Resonanz von den Leuten einfach wieder da. Also es kommen schon wieder Metalheads nach. Also es ist nicht so, dass jetzt alles nur noch Trance und House und was weiß ich, wie der ganze Scheiß da heißt. Ja, wurscht. Es war zwar ein Hype, aber das ist auch schon wieder nicht mehr so, wie es mal war. Ja, es ist halt die eine Seite, gell, wie der Matthias schon gesagt hat, 5 Euro für eine Liveband ist zu viel. 35 für einen, der Play druckt jetzt nichts gegen irgendein Elektrohaus, Musik, keine Ahnung. Aber es ist einfach das, was wir machen, was Metalheads machen, was ist ja ganz egal, jeder, was ein Instrument spielt, macht, ist ja handgemachte Musik. Das ist ja auch eigentlich ein Handwerk irgendwo, oder? Darf ich mal sagen. Kehrt unterstützt, finde ich. Ja, die Sparte ist ja eigentlich tatsächlich wurscht. Hat sich mal etwas Hand gemacht. Ja. Okay, ich so, ja. Geradeaus. Ich weiß ja jetzt von uns und eigentlich von meinen Leuten, die ich so in meiner näheren Umgebung habe, da ist eigentlich jeder noch so, dass er wirklich hingeht und der kauft eine CD, der zahlt ja 13, 14 Euro, was immer dass das kostet. Und da will jeder einfach was in die Hände haben, oder? Da geht es ums Booklet, da wird das Booklet durchgeschaut, da geht es einfach, wie ist das Ding aufgemacht. Und sowas macht. Ist sowieso verloren gegangen. Also, ich bin jetzt nicht der Downloader, ich mache Daten und den Scheiß. Ich will wirklich was in die Hände halten. Ich würde gerne ein Silius-T-Shirt kaufen. Wann kommen endlich T-Shirts für euch? Ja, die kommen. Zwei Wochen! Zwei Wochen! Wo kriegt man den? Bei uns. Wo ist das bei euch? Ja, da in Frohberg. Nein, Bruder, kannst du einfahren, gibt es ein Ständchen. Von 1 bis 5, ja. Alles Sommertag, Kopfmommertag, T-Shirt. Also, im ersten auch da. Tschechischer Honig, alles haben wir da. Nein, aber kann man eben bestellen, oder? Ja, was? Ja. Eigentlich kannst du ins E-Mail. Silius.at. Da ist derzeit gleich Video drauf. Da ist derzeit gleich Video drauf, entschuldige, aber. Per E-Mail, du kannst das mit Job auch. Ja. Das kannst du aber auch insbesondere, wer die Nummer hat, für uns anrufen, per Facebook anschreiben. Das kannst du auch ins anschreiben und dann leiten wir es weiter. Ja, genau. Okay. Vielen Dank. Bitte. Thumbs up. So bin ich. Chimichanga! Wir verdienen keinen Euro damit. Ja? Keinen Cent. Wir auch nicht, dann weißt du, wir haben einfach was, was wir immer hinbekommen. Frag mich, genau so Dinge.
Okay, wie oft probt es? Zweimal in der Woche. Fix, oder? Ja, normal schon. Relativ fix, ja. Fixe Tage auch, oder? Es gibt auch. Die erste Donnerstag kann noch Moment im Mittwoch und Freitag sein. Fixe Tage! Nein, zweimal in der Woche normal, ja. Und ist das so vor einem Konzert oder mehr, oder? Nein. Nicht, oder? Mhm. Was seid ihr so gut? Wir haben 2015 haben wir gar nicht mehr probt, da haben wir so viel live gespielt, da haben wir, waren eigentlich die Live-Auftritte, die Proben nachher schon völlig. Da muss man wirklich sagen, da war es ja wirklich so, dass wir in einem Monat oft Zeit, da haben wir wirklich Zeiten drin gehabt, wo wir in einem Monat dreimal gespielt haben, also jedes Wochenende eigentlich. Ja. Ist sehr gut, für die Band sehr gut, also die Live-Erfahrung, die nehme ich mit, das... Für Martin nicht so gut mit seinem Leber, das ist ich hab's wieder im Griff. Das ist geil, das ist geil. Auf der Seite nachher und den ganzen Spektakel. Auf der Leber, das ist auf der Seite. Ah, die Leber, ich hab's Leben verstanden. Das Leber habe ich auch im Griff. Dein Leber ist wohl am besten in Ordnung normalerweise. Nein. Aber das zweimal in der Woche probiert ja einen Sinn, oder? Wir sind zum Beispiel für Rockin. Nein, es hat ja einen Sinn, dort, wo zum Beispiel Rock in der Band, wenn man das letzte Jahr oder früher im Jänner, ist ja Band abgesprungen, ist ja Band mit Tag, eigentlich kannst du sagen, so 6, 5, 7 Stunden etwas davor, geht das Telefon, wir können da gar spielen, seien wir fit. Oder? Und das habe ich mit den alten Bands auch schon erlebt, dass man durch eine Woche, weil es gar nicht probt hat, dann hat man das Konzert absagen müssen, weil man gesagt hat, hey, wir sind nicht fit, wir haben seit 3 Wochen noch mal probt, aber jetzt noch mal probt. Und unser Ziel war eigentlich, das, dass wir einfach 2 Mal in der Woche proben, einmal in der Woche spielen wir so gesehen in das Set durch, die ganze Lehre, was wir haben. Und die 2 Proben ist halt zum Beispiel so, jetzt immer neue Lehrer schreiben da und da und da probieren. Wir wollen halt fit sein. Weil das, wir haben in den letzten 4 so viel erlebt. Am Mittwoch haben wir probt, oder am Dienstag, oder? Am Donnerstag kommt auf einmal eine WhatsApp-Gruppe, hey, wir könnten am Freitag schnell da und dort spielen. Oder wir bei Rockin am Samstagmittag, hey, wir könnten da und dort spielen, seien wir fit oder nicht. Und das ist halt in so Zeit, dass wir fit sind, oder? Und also wenn es eine Band braucht, sie sind fit? Ja. Kein Problem. Jederzeit. Geradeaus und fit. Geradeaus.